Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen auf Spieltrieb TV zu einer weiteren Folge Faster Than Light. Unser zweiter Run ist mitten im Gange und wir sind mit unserem kleinen, ich vergesse den Lanius-Schiff immer noch unterwegs auf der Suche nach irgendwas Vernünftigen. Wir sind noch in dem Tier 1 Stufe, heißt wir haben also noch nicht uns weiterentwickelt, ist auch anhand unserer Bewaffnung nicht allzu sehr was put full power to the engine to jump out of the danger zone. Try to track the air on board before the next flight. Ouch. Ouch. So, der muss auf jeden Fall mal weg. Geh du mal dahin. Das Schöne der Lanius-Leute ist ja, dass sie keinen Sauerstoff brauchen. Und somit 20 ist natürlich das Problem, jetzt haben wir die Fairs noch im Hintergrund. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber naja, gut, wir müssen es ein bisschen. So, machen wir hier mal alles auf. Ihr beide repariert mal den mal nicht. Und du den Sauerstoff, weil sonst geht unser anderer Typ drauf. Wir liegen schon bei 5, gut 5% ist noch nicht. Düp. Kannst erzählen, was du willst. Das ist. So, das stört uns jetzt nicht weit her. Das geht auch gleich aus. Die lassen wir jetzt auch einfach mal hier, um hier rauszukommen. Aber massiv Schaden kassiert. Oh, das ist die Drogen scheinbar. Okay, das war jetzt nicht allzu gut, die Idee. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das irgendwie einigermaßen gebacken kriegen hier. Erstmal den Brand vergehen, so. Alle Türen zu. Du dahin, wir müssen jetzt warten bis, nee, erstmal dahin, du dahin. So, ach halt, das war natürlich blöd. So, Charge, Laser, Charge, das Problem ist ein bisschen die Hacking Drone nicht. Müssen wir also den Schaden kassieren. So, und der zielt auf die Schilder. So, das ist schon mal. Jetzt sind wir schon mal auf dem richtigen Weg hier wieder. Ups. So, müssen wir auf jeden Fall mal hoffen, dass wir jetzt nicht mal falsch. Das ist, glaube ich, so ein Ding, was die nach Brand setzt, was einen in Brand setzt. Das ist schon nett. Oh ja, natürlich massiv Schaden kassiert. Das müssen wir auf jeden Fall in irgendeiner Form. Oh, die armen Rockies, wie ich sie nenne. Die kleinen Rockies. Oh, machen wir mal hier den Zappenduster. Oh, jetzt ist ein Rocky Nummer 1 zerstört. Oh. Problem ist, die beiden Rockies, die widerstehen immer den Schaden. Das ist immer ein bisschen. Rocky Nummer 2, tot. Aber er hat auch Cloning Bay, also von daher nützt es uns wenig. Schade ist halt nur, dass sie halt vom Feuer keinen Schaden bekommen. Das ist ein bisschen blöd. Da kann man nichts gegen tun.
Und jetzt heißt es durchhalten. Resist. Ich meine, gut, sie können sich auch nicht wehren. Es ist eine schöne Situation jetzt. Ich kann ihn langsam runterschießen. Aber es ist schon ein bisschen ermüdend. Na komm, jetzt auch eine Salve und dann hat sich das hier erledigt. Ja, du kannst da ruhig rumbasteln, das ist mir völlig egal. Na, hervorragend. Also ihr seht, die Waffenkombination ist nicht die beste. Wir sind noch relativ zahnlos, muss man einfach sagen. Aber hilft ja nichts. Should we, yes, we have an extensive stock. Come on board and see our wares. Ja, 14 Scrap. Super. Super. Ich bräuchte einen Store. Das wäre viel. Also Jungs, da sage ich euch schon guten Tag. Und da habt ihr euch nichts Besseres zu tun, als mich gleich wieder anzugreifen. Das ist ja wieder mal klassisch. Na, wieder total typisch. So. Wenn wir schön warten, ist ja schön. Die Waffe macht mir jetzt weniger Angst. Die macht mir mehr Angst. Aber da machen wir einfach mal jetzt. So, aber das ist, glaube ich, eine Ionenkanone. Genau, was ich gesagt habe. Oh. Warum ist die nicht an? Hä? Hä? Wann ist denn die ausgegangen? Ach so, weil er hier Dings. Ah, der schaltet den komplett aus. Interessant. Hier wird nicht gebastelt. Wahrscheinlich schon überall Löcher drin. Überall Probleme. Jetzt muss er dann noch den. Nein! Nein. Das macht aber nichts. Nichts hier mit Aufladen der Waffen. Das kannst du gleich mal vergessen. So, jetzt habe ich meine 3 Schuss. Das war easy. Super, super. Ich brauche trotzdem mal irgendwas wie so einen Shop. Das wäre echt super, weil. So, Hacking Drone. Der hat ein Dings, mag ich nicht. Dann hat der scheinbar. Das ist ja komisch. Wie kann der denn. Achso, da hin. Mein Schild! Arschloch. So, dann haben wir schon mal das. Ups. Das mit dem Schild ist unangenehm, aber macht mir jetzt nicht so viel aus. Weil ich habe ja hier alles weggenetzt. Ja, dieses Stun-Cannon hat schon was. Hat schon durchaus ihren Sinn. Da kannst du so viel drehen, wie du willst. Oh, das war easy. Also die Kombination funktioniert, aber sie ist unglaublich träge, oder? Also ich finde die sehr träge. Nein, schlecht.
Ganz schlecht. Ganz schlecht. Jetzt hoffen wir mal, dass irgendeiner von denen... Ja, sehr schön. Nice, Treffer. Nein, nein. Ach, scheiße. Naja. Boah, Glück gehabt. Asteroidenfeld mit einem Schild ist kein Vergnügen. Los. Und weg. Und ich brauche immer noch einen Shop. Needs, Shop, Zwecks. Ja. So. Hätte ich vielleicht schon nichts machen sollen. Das habe ich irgendwie vergessen. Weil ich halt immer noch hoffe, ein total super, mega, schnupa, bupa. Oh, ich habe eine Waffe gekriegt, habe gar nicht gesehen. Was haben wir denn da gekriegt? Hashta! Ja, schön. Ein Damage per Room und bei einem Schild völlig wertlos. Für den Arsch. Also hier, Cargo. Ich hoffe, wir haben noch eine Drohnengeschichte zu kaufen. Ein Drone Bay. So, was haben wir denn hier? Schon mal Hacking Drone. Da machen wir das gleiche auch. Tja, hier bringt natürlich der Norris, der neue Ronaldis dann nix. Arschloch. Was hat der hier für eine Waffe? Das war Glück. Okay. Wir brauchen es nicht, weil jetzt ist das Ding noch nicht repariert. Das repariert sich bei diesen automatischen Schiffen übrigens nach und nach. Das ist... Los, platz schneller, du komischer Charge-Laser. Na, komm. Geh doch. Sagte ich eigentlich schon, dass ich einen Shop suche? Was haben wir denn da gekriegt? Schild Piercing 5, Normal Damage 1. Ja, schön. Naja, wir haben sie. Wir können vielleicht, falls da ich mit irgendwelchen automatischen Schiffen zu tun habe, wo das dann nichts bringt, dann macht das vielleicht Sinn, auf die Rakete umzusteigen. Wir werden es sehen. Das ist natürlich sehr fein. Ich glaube, 10 für 20 ist auch schon gut. Ich wollte gerade sagen, weil bei meinem Glück ist bestimmt diesen Shop in der Nähe, aber mein Glück war leider mal nicht so groß. Ja, ich fliege da hin. Aber wir haben zumindest wieder so ein bisschen der Questmarker. Haben wir jetzt keine Zeit für. Wir sind mal mutig. Der ist schon ein bisschen schwerwiegender. So, Autofeuer an. Wo packen wir die Drohnen hin? Ah, die müssen wir definitiv für den Waffen setzen. Das hilft kein Betteln und kein Beten. Und jetzt. Ja, weil das ist so ein komischer... Ach, wie heißen sie denn? Die Nerven. Selbst die können gestunt werden, auch nicht schlecht.
Soll ich vielleicht die Hacking-Dings mal updaten, oder? Ja, durchaus von Vorteil. Ich glaube, nächste Stufe ist dann noch länger, wir hacken. Das ist schon cool, dass die Drohnen auch gestunt werden. Oh, du, hast du schon gesehen, bei dir brennt's, mein Jung. Sind euch die beiden auch davon betroffen? Nee, ne? Gut, in der ersten Tierstufe ist das alles noch nicht allzu groß, das Problem. Und wir haben wirklich keinen Shop. Ein ganzer Sektor ohne Shop. Das ist ein bisschen... die Safety-First-Variante. Ich weiß, ihr wollt, dass ich das mache. Mich da irgendwo riskiere, aber drei Besatzungsmitgliedern kann ich keinen einzigen nicht. Also wie gesagt, ich würde es gerne, Jungs. Ich würde es wirklich gerne in diese Studiestufe gehen, aber wir sind extrem schwach. Ein Zwei-Punkt-Schild, also ein Schild mit zwei Dings und ich pay hier mal gar nichts. Was haben wir denn hier? Oh, scheiße. Okay, das ist natürlich dann klare Geschichte für... für den... Dann müssen wir jetzt mal wirklich härtere Geschütze auffahren. Es hilft nichts. Und es hilft ganz gut. Ne? Der kleine Wurm da hat schon schwerwiegende Probleme. Kostet dieses massiv Raketen, aber es hilft ja nichts. Ach, da schießt er. Ein ziemlich merkwürdiges Kämpflein, oder? Gegen dieses komische Slug. Ist das eigentlich halt Electronic Warfare? Wahrscheinlich. Wie gesagt, das Teil möchte ich auch, hätte ich auch ganz gern diesmal. Aber ich glaube, das hat man nicht genug Raum für. Sag mal, wenn ich das zuerst finde, bevor ich eine Drohnen-Dings finde, Drohnen-Bayfan, dann benutze ich das Ding und dafür keinen Drohnenteil. Vielleicht das Drohnenteil vorher, dann wird die Drohne genutzt, so soll ich es mal machen. Das ist ein bisschen davon abhängig jetzt, weil... Oh, Quest. Dann gehen wir natürlich dahin. Der Hoffnung, dass wir da was ganz Tolles finden. Ja, 27 Script. Hurra, ich bin total begeistert. Total begeistert bin ich von so einer großen Menge. Was soll das? Ja, ist okay. Oh, das ist nett. Das ist nett. Finde ich sehr gut. Gibt's auch mal, vor allem, weil ich Exogen nicht brauche, aber ist egal. Was wollte ich machen? Ich wollte die Waffe updaten. So, das wird nur noch auch die Raketenwerferlein nutzen können. Da. Wie gesagt, ich bin immer noch auf der Suche nach einem Shop. Oh. Oder einer schönen Waffe. Oh. Shot per Shot 2. Dankeschön. Tschüss.
Denn natürlich ist so ein Gerät ein wenig besser als dieser komische Charge-Laser. Der hat zwar den Vorteil, dass er dann drei Schüsse hat, aber er braucht sehr lange, bis er lädt. Und die einzelnen Schüsse bringen mir nichts. Und so kann ich ihn vor allem in Autofeuer lassen und kann mich dann ein bisschen um andere Dinge kümmern, als mich ständig darum zu kümmern, ob mein Charge-Laser auch schießt. Was zugegebenermaßen etwas nervig ist. Wie pflege ich denn mal am besten, am schlausten? Machen wir so eine schöne Außenrunde, oder? Ja, machen wir eine Außenrunde. Schöner Hintergrund. Natürlich helfen wir dem Zivilisten. Das tun wir, weil wir, keine Ahnung. So, brauchen wir jetzt noch den Hacking, das Hacking-Drone-Teil. Ich glaube aktuell nicht. Ich würde auf jeden Fall die Sensoren noch updaten müssen. Das müssen wir ertragen. Ja, und jetzt heißt es durchlaufen lassen. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt reicht. Ich werde einfach mal nichts machen jetzt. Also dieses Stunt-Teil, das lohnt sich echt. Das ist schade. Das ist echt. Ah, ich finde es geil. Ich finde es einfach nur geil. Jetzt kriegen sie auch schönen Brandschaden noch dazu. Oh, schön. Hat ihm nicht gefallen. Es hat schon was. Es hat schon seinen Reiz. Ist auch ein bisschen fies, glaube ich, wenn du Feuer legst und dann gleichzeitig die noch stunst oder so. Jetzt brennt sie in die Hütte ab und das interessiert sie noch nicht mal. Bisschen. Da hat man von solchen Weltraum-Ameisen doch ein bisschen mehr erwartet, oder? Also das ist ja. Toll, blödes Schiff. Also, wir sind doch ein bisschen besser aufgestellt jetzt. Zweimal das gleiche. Gut, hier haben wir natürlich fast gar nichts. Komm, einmal schießen wir. So. Mit die Ruhe ist. So, da ist auch Ruhe. Jetzt können wir ganz entspannt den CD abwarten und nebenbei einen Schluck aus der Pulle nehmen. Hervorragend. Ich denke mal, nach dem Rand könnten wir tatsächlich in die Schule. What that? Es ist groß und es taugt wahrscheinlich nichts. So, Heavy Laser can break. Wir haben eine Energie, 9 Sekunden, ein Schuss, Normal Damage 2. Ich denke mal, das Teil wird in höheren Stufen durchaus Sinn machen. Denn da es nur ein Schuss ist und der, wie es hier schon steht, each laser shot will block by a single shield bubble, nützt der mir nur dann etwas, wenn der Schild schon lange weg ist. Und ja, der ist natürlich dann vielleicht noch da und dann bringt der Schuss mir nichts. Wieder so ein automatisches Drecksding. Und der hat hier, was hat der denn hier? Eine Repair Drone. Ne, da sind wir doch tatsächlich mal bereit, nochmal ein Raketchen drauf zu ballern. Hacking Drone? Nö. Ich will ein bisschen Drohnen-Dings-Parts bauen. Au. Arschloch. Jetzt verkriegst du noch eine Granate hier da rein. Hallo? Muss ich noch eine Rakete fressen? Alter! Was macht ihr da für Faxen? Das war aber auch bitter nötig. Ist ja, wie schießt der blind oder was? Ja, so ein bisschen. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, vielleicht kennt ihr das auch. Von Spaceballs, die Situation, wo die Prinzessin beschießen.
So. Ja, zumindest die Situation, vielleicht kennt ihr die von Spaceballs, wo er Lord Helmchen dann halt den Befehl gibt, die Prinzessin zu beschießen. Wunderschöner Film übrigens, müsst ihr euch unbedingt angucken. Total, ich will nicht sagen, ja doch, er ist völlig übertrieben, aber irgendwie noch witzig und eigentlich auch Kult. Ich denke mal, der ist Kult. Und die Situation ist urkomisch. Gibt es bestimmt irgendwo bei YouTube zu gucken. Wo er dann feststellen muss, nur von Arschlöchern umgeben zu sein. Sag mal, halt er genauso schnell, wie ich Schaden mache? Das gibt's ja wohl jetzt nicht, oder? Zwei. Na also, geht doch. Mühselig, mühselig. Und immer noch kein Store. Ich hasse dieses Spiel langsam. Was, dass diese Suche. You can spare one or two of your environment suits. Ich riskiere es. Schade. Ich dachte, wir könnten vielleicht einen Crewmitglied neu dazu. Vielleicht einen Lanius. Das wäre ja richtig geil. So, das steht. Das steht außer Frage. So, bei dem muss ich überlegen. Der macht mir keine Angst. Der macht Probleme. Rakete brauchen wir dafür nicht. Aber ich würde den Hacking Drone gerne mal nutzen. So, jetzt ist Ruhe. Ah, Spaceballs. Da muss ich mir wieder angucken. Fällt mir gerade so ein. Müsste ich mir eigentlich wieder angucken. Obwohl Life of Brian fast besser ist. Ja, Life of Brian ist besser, wenn man mehr Books nimmt. Aber nur die, die sich dafür sowas interessieren, ne? Also, die so ein bisschen auf Nonsens stehen. So, mit unseren altbekannten Burst-Lasern, meines Erachtens nach die Waffe, die First-Choice-Waffe in diesem Spiel, geht es dann hin weiter auf der Suche nach einem Shop, einen Einkaufs möglich, eine Einkaufsmöglichkeit. Surrender gibt es bei mir schon mal gar nicht. Der dürfte, glaube ich, durch meine Stelle nicht mehr durchkommen und der, glaube ich, auch nicht mehr. Das heißt, da haben wir schon mal weniger Probleme. Hier haben wir vor allem den Vorteil, dass wir unseren Stun mehr nutzen können. Also werden die uns entspannt zurücklehnen. Die Militia Interceptor langsam aber sicher auseinandernehmen und wahrscheinlich feststellen, dass das Vieh doch durch zwei Schilde kommt. So, schauen wir mal. Hat er schon geschossen? Jetzt macht das. Kommt durch mein Schild nicht durch. Tja, das ist natürlich für ihn zugegebenermaßen ein bisschen Pech, muss ich sagen. Tut mir auch ein bisschen leid, muss ich sagen. Also, es tut mir echt leid, Jungs. Kann euch irgendwo verstehen, ihr wollt nur ein bisschen Ärger machen. Seid so ein paar Space-Piraten, ne, und dacht, ihr könnt da einen Dicken machen. Wird dann einfach auseinandergeballert. Das ist nicht nett. Oh. Ich wollte gerade sagen, das heißt meist nichts Gutes, aber er hat tatsächlich nur eine Waffe. Wo geht die Hacking Drone hin? Da kannst du da. Da kannst du Stunden sitzen, das interessiert mich nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt in irgendeiner Form mich wehren muss. Schieß mal. Nope. Okay. Also wir schießen wieder ganz entspannt wieder herunter. Was mich wundert bis jetzt ist, dass wir noch bis jetzt wenig Boarding hatten, ne? Also wenig Gäste. Das Lanius-Schiff scheint für viele nicht einladend zu wirken. Ich meine, ist auch logisch, ne? Du hast da so komische Wesen, die Sauerstoff verbrauchen. Da willst du als Sauerstoffatmer nicht unbedingt gut zu Gast sein, oder? Meine. Ich möchte ganz gerne das Schiff ja nur Lanius haben, dann würde ich einfach die O2-Versorgung einfach komplett abschalten. Dann hätte ich weder mit Feuer noch mit irgendwelchen Gästen noch zu tun. Das wäre zugegebenermaßen, das ist eigentlich das Ziel der ganzen Aktion. Das wäre richtig geil. Kannst dann zusehen, wie sie dann schon direkt beim Draufteleportieren abkratzen. So, das war dann der eine. Der zweite ist ein bisschen gestunt und ich denke, das Schiff ist im nächsten Schuss, in der nächsten Salve hinüber. Genau, wilder Rebell. Piss dich. Elf Scrap.
und immer noch kein Aggressionspotenzial 165.000% erhöht. Was soll das? Was bist du denn? Energy. Ach Gottes Willen. Wir posten nun mal gar nicht. Ich mag die eigentlich auch ganz gerne, die Energies. Ich glaube, ich werde die NGs. Ich glaube, die heißen NGs. Ist auch egal. Die mag ich eigentlich ganz gerne. Weil die halt Energie geben. Aber. Oh, was für ein fettes Vieh. Ich habe ein bisschen Angst davor. Nee, ich mache eine Rakete weniger, aber dafür. Drone. Safety first. Das Vieh ist ein Schwarmlaser, der könnte übel werden. Das Vieh ist völlig irrelevant. Möchtest du rein? Oh, das hat der Puff gemacht. Ich stelle mir gerade diesen Stun-Laser in Kombination mit deiner Antipersonen-Laserwaffe aus. Das ist ja richtig böse. Ich habe den letzten Mal total ignoriert, glaube ich, beim ersten Mal. Ne? Da habe ich die, glaube ich, auch mal irgendwo Angebot bekommen. Dachte mir, hä, wozu das? Bringt nichts. Und jetzt muss ich gerade sagen, es ist irgendwie total witzig. Es sind schon drei Leute tot, obwohl eigentlich noch gar nichts passiert ist. Und dem brennt die Hütte ab, langsam aber sicher. Was? Das ist ja wohl für'n Arsch. Beschämst du dich nicht ein bisschen dafür? Alter, bei dir brennt's. Und die NGs können nicht viel ab. Die haben. Warte, das machen wir. Da machen wir. Die lassen wir abfackeln. Sind wir mal richtig böse. Oh, sie haben es geschafft. Sie haben es geschafft. Haben sie Glück gehabt. Im Hoffen, dass sie halt erschossen werden. Haben sie Glück gehabt. Ist ein bisschen fies, was ich gerade gesagt habe. Naja. Macht ja nichts, oder? Macht nichts. Security Alarm. Remind you about what you have been thought together. Darf ich jetzt machen, dass you wait for safety? Nein! Oh, fucking hell. Ach, madre mia. Und dann noch so ein fettes Vieh gegen mich, ey. Oh, fuck. Da gibt es kein anderes Wort dafür. Nicht das kleinste andere Wort dafür. Und ich glaube nicht, dass ich da durchkomme. Ich versuche es aber zumindest mal. Nein, komme ich nicht. Ich versuch's trotzdem nochmal. Ha! Geschafft. Okay, mit Raketen brauche ich nicht ankommen. Das sieht sehr schlecht aus. Ich werde mich auf jeden Fall verpissen, glaube ich, diesmal. Gut, das ist schon mal wichtig. In Brand setzen ist schon mal gut, weil das bedeutet, dass auch der Letzte sich langsam aber sicher dem Ende zuweigt. So, jetzt haben wir damit erstmal schon mal keine Probleme mehr. Jetzt sind wir schon mal einen Schritt weiter. Meine Fresse, ey. Ist mein Pilot gestorben? So eine Scheiße. Und das, wo ich eh schon Probleme habe, Leute zu finden. Nee. Oh. Mist, verdammt. Fliegen wir jetzt weg? Nein, wir fliegen noch nicht weg. Ja, okay. Ach, Zeug. Schieß schon. Schieß schon. Schieß, der ist fast tot. Sehr schön. Der ist gestunt und es brennt ordentlich. Sehr schön. Heidenei. Heidenei. So, noch mal ein bisschen. Warte, direkt im Schuss. Fiese Ratte.
Halleluja, das ist eine knappe Kiste hier. Ich bin zwar der Meinung, ich habe es im Griff, aber es fühlt sich nicht so an. Sehr schön, sehr schön. Jetzt den Burstlaser oben drauf. Komm schon. Ja, jetzt sieht es richtig gut aus. Die haben nämlich witzigerweise kein Dings, irgendwas um. Können halt nur die Drohnen halt wiederbeleben. Was war's dann? So, da fackelt es auch noch ein bisschen. Das ist sehr schön. Ein bisschen Glück wird er jetzt dann. Ach, scheiße. Tja, an der Waffen kriegst du genauso wenig ran. Uiuiuiuiuiui. Das sieht vielleicht jetzt im Video gar nicht so aufreibend aus, aber es ist es. Und vor allem, mich kotzt es an, dass ich nur zwei Mann habe. Das kotzt mich wirklich an. Finally! Wenn das jetzt keine fette Belohnung gibt, leckt mich am Arsch. Ach, leckt mich doch alle am Hintern, ey. Oh, scheiße, ey. Jetzt habe ich da nur noch zwei Mann drin sitzen. Und das ist auch sowas. Oh, Mann. Warten, jetzt. Wir sind mal lieb. Vielleicht kommt, dass ich vielleicht eine KI bekomme. Ab und zu kriegt man einen KI-Kollegen mit. Das wäre natürlich richtig. Wir brauchen Leute. Es hilft kein Battle und kein Beten. Das Problem ist immer noch, ich komme gegen Zweier-Schildern, glaube ich, nicht an. Wir bleiben. Wir bleiben noch eine Runde. Ich wollte eigentlich schon eine Stufe abgehen, aber ich bleibe noch eine Runde hier. Und wie immer kriegen wir erstmal wieder Besuch. Das ist nicht weiter problematisch. Das ist nicht Problem. Das ist Problem. Das ist die Kombination ist scheiße. Mocht aber nix. Das sollte eigentlich nicht das Thema sein. Oh, wir haben keinen Sauerstoff. Oh Gott. Sag mal, der hat mich gerade mit dem Dings beschossen? Die muss noch nicht ganz dicht, oder? Dem ist wohl nicht mal ganz frisch. Der macht wohl Systeme kaputt oder so, keine Ahnung. Das Ding ist extremst nervig. Ein Store! Komm, den nehmen wir noch mit, diese Folge, oder? Den nehmen wir noch mit. Den nehmen wir noch mit. Und jetzt bitte zwei Lanios im Angebot oder so. Och, wäre das geil. Ach, wäre das geil. Nee, aber ein Zoltan. Ein Zolti ist auch nicht schlecht. Erstmal fix all. Das ist das Wichtigste. Dann den ganzen, den nicht. Das Müllchen, das Müll und das in Müll. So. Eine Defense Drone. Würde uns nichts weiterbringen, weil wir ja keine Drohnen in Bay haben. Drone Control hätten wir. Artillery. Mind Control. Oh. Oh, da muss ich was drauf trinken.
Schwierige Frage. Zwei kann ich mich leisten. Ich kann mir nur eine Sache kaufen. Aber was? Ich hätte ganz gerne Drone Control. Gebe ich zu. Allerdings habe ich nicht viele Drohnen. Und das Problem, was ich habe, ist, durch den Hacking-Drone benutze ich ja schon einen Drone-Part. Das heißt, ich könnte teilweise zwei Drohnen-Parts pro Kampf brauchen. Das habe ich gar nicht bedacht. Das fällt mir gerade eben so auf. Ist eigentlich also scheiße. Die Artillerie ist etwas. Ein bisschen wie Cheaten. Sie ist so sehr nützlich. Sie ist wirklich nützlich. Sie ist wirklich nützlich. Und ja, sie ist nützlich. Anders kann man es nicht bezeichnen. Ich würde mich für meinen Controller entscheiden. Denn er meint, das hatten wir letzte Folge ja auch schon. Von daher ist es jetzt nichts Ungewöhnliches letztendlich. Sprit haben wir eigentlich noch genug. Ich werde ein paar Droning-Parts mitnehmen. Droning-Parts, Drone-Parts mitnehmen. Sprit können wir auch mitnehmen. Geld haben wir ja genug. Ja, und im Grunde ist es völlig egal, welchen ich von den drei nehme. Eigentlich sind es alle drei für den Arsch. Aber ich werde mich für Artyom entscheiden. Nicht nur, weil ich die Kohle noch habe, sondern weil Artyom ist ein guter Reparateur. Das sind diese NGs, die können gut reparieren. Ups, du mal raus. Du wieder. Du kommst mal hier hin. Warum bist du eigentlich nicht beim Schild? Das fällt mir jetzt erst auf. Ist ja völlig schwachsinnig, was hier passiert. So, Artyom dort. Dann bitte save. Ja, weil Artyom, wie gesagt, ist ein. Jetzt brauche ich noch ein Dings, ne? Scheiße. Habe ich noch irgendwo Energie? Doof. Naja, das brauchen wir eh nicht. Kann gut reparieren, das könnte uns vielleicht helfen. Im weiteren Verlauf dieses Runs. Ich hätte, wie gesagt, gerne Lanius. Und ich werde danach auch mehr suchen. Also wir werden jetzt. Ich werde versuchen, dieses Schiff voll Lanius zu bekommen. Das bedeutet leider auch, dass wir uns wahrscheinlich in den Tierstufen eher länger aufhalten werden. Das heißt, wir werden etwas länger die einzelnen Stufen durchgehen, bevor wir den nächsten Sprung Richtung Ende gehen. In diesem Sinne, denke ich, reicht es für diese Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, freue mich aufs nächste Mal und wünsche noch einen schönen Tag.